Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Link's Awakening. Wir haben beim letzten Mal in der Wüste gegen so einen komischen Ameisenwurm gekämpft und haben den Wunderschlüssel erhalten, den wir in den Bergen beim Wasserfall ins Schlüsselloch einsetzen mussten, wodurch der Wasserfall verschwunden ist und wir in diesen Dungeon kamen, in dem wir uns gerade befinden. Wir haben in der letzten Folge einige Schlüssel eingesammelt, mehrere Räume erkundet, Los Krappos oder Qualos hier besiegt und haben dadurch die Schwimmflossen erhalten, die man hier sieht. Mit Hilfe dieser Schwimmflossen können wir jetzt die restlichen Kisten hier einsammeln und können auf zum Boss, wo wir denn das nächste Instrument bekommen. Also, auf geht's! Ich muss nur kurz gucken, wo wir hin müssen. Hier unten haben wir noch eine Kiste, hier können wir gleich direkt runtergehen. Und da müssen wir wohl einmal zum Anfang zurück, um hier hinzukommen. Oder besser gesagt, wieso habe ich die Kiste eigentlich nicht eingesammelt? Da kommen wir von hier oben hin, dahin wären wir schon längst da gewesen. Aber gut, das habe ich wohl nicht gesehen beim letzten Mal. Auf jeden Fall gehen wir jetzt einmal kurz hier runter. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Da kommen wir ja jetzt auch durch. Da waren wir aber auch schon. Okay. Wir kommen jetzt zu dieser Kiste. Abflug. Du machst auch einen Abflug. Den Schnabel haben wir übrigens auch noch nicht. Der muss ja auch noch irgendwo sein. Hier können wir nämlich jetzt rüberschwimmen. Rubine. 50 Rubine. Wunderbar. Weiter geht's. Der nächste Raum. Das ist eine gute Frage, wie wir da jetzt am besten hinkommen. Ich würde sagen, wir müssen nach oben noch einmal zurück durch die Treppe. Und zwar hier rechts. Du machst einen Abflug. Und zwar hier runter einmal. Hier wieder rüber, damit der uns nicht stört, hauen wir mal kurz um. Oh, natürlich erstört uns der Schleim, ne? Gut, der hüpft freiwillig ins Jenseits. Vielleicht gefällt es ihm da. Soll er, wenn er möchte. Da ist noch so ein Wirbelfiech. Wir schwimmen trotzdem rüber. Oh, es landet gerade. Wunderbar, dann können wir es töten. Tschüss. Und ein Teil der Macht gibt es noch dazu. Oh, da war eine Fee drin. Und noch ein Fuffi. Wunderbar. Sehr schön. So, die Kiste haben wir auch. Dann haben wir hier unten noch eine. Da müssen wir... Da kommen wir so nicht hin. Wir müssen hier quasi wieder zurück. Aber da können wir trotzdem hier durch. Da kommen wir so nicht hin. Machen Abflug. Aua, ich habe doch das Schild gehalten. Die will ich auch gar nicht kämpfen, ich will hier nur durch. Okay, da kommen wir nämlich von hier hin. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen. Hier oben waren wir ja schon. Das habe ich echt komplett übersehen. Okay, dann holen wir uns die Kiste jetzt. Da ist der Schnabel. Den hätten wir schon längst haben können, aber gut, es geht ja auch ohne den Schnabel. So, dann haben wir alle Kisten, oder? Sieht ganz danach aus. Da kommen wir jetzt direkt zum Boss und da vermute ich mal, dass man hier durchkommt, weil das ist die einzige Treppe, die noch abgeschlossen ist. Und wir haben noch einen kleinen Schlüssel. Das heißt, wir müssen hier jetzt wieder zurück, wieder nach oben und darüber schwimmen. Okay. Ja, es ist hier ein bisschen hin und her gelaufen in den Dungeons. Aber das wird noch schlimmer. Die Dungeons in Zelda sind halt so aufgebaut, dass man mehrmals zu den Herren muss, wenn man nicht von vornherein weiß, wo was ist. Das ist bei mir aber schon so lange her, dass ich das echt nicht mehr weiß. Also für mich ist vieles auch neu. Ich arbeite nämlich quasi nach Karte vor. Na, mach, komm weg hier. So, und wieder hier rüber. Danke, das hat ja mal auf Anhieb geklappt. Aus selten vor. Oh, komm. Machen wir es so. So, dann müssen wir hier nämlich rüber, wenn ich das richtig gesehen habe. Und schon wieder eine Schutzeichel. Kurz auf die Karte gucken. Ne, hier rüber war das nicht. Wir müssen runter und rüber.
Genau, da kommen wir so aber nicht hin, ne? Nee, verdammt. Warte mal, wo müssen wir denn lang? Ah, hier runter von unten. Alles klar. Da war ich jetzt gerade echt ein bisschen durcheinander, aber da kommen wir ja ganz leicht hin von hier. Können ja zum Glück jetzt schwimmen. Tauchen war auf. Wo waren Tauchen? Konnten doch irgendwo tauchen. X, B, B. B, ja. Okay, hier hoch. Herzchen mitnehmen. Und jetzt können wir zum Boss. Um uns das nächste Instrument zu holen. Vor allem diese Super Mario Musik hier. Aber wie gesagt, das Zelda hat halt viele Anspielungen von anderen Franchises. Hauptsächlich aus dem Super Mario Universum. Ja, war der richtige Weg, okay. Ist noch irgendwas Interessantes? Bomben oder sowas? Auf jeden Fall ein Herz. Ne, okay. Denn auf geht's. Okay, ja gut. Wir finden hier Schwimmflossen. Da hätte man sich denken können, dass der Boss im Wasser ist. Wo ist er denn? Oh. Niedlich, jetzt habe ich Hunger auf Fisch. Blub, 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 blub. Futter, blub, blub, blub. Piranha-Killer. Mal gucken, was du drauf hast, Junge. Naja, geh die Wand schwimmen, ja. Verdammt, da kam ich jetzt gerade nicht weg durch die Steine. Anscheinend lässt er sich nur treffen, wenn er gegen die Wand schwimmt. Ja. Oder wahrscheinlich nur aus seiner Kugel oben. Ja, nur die Kugel lässt sich treffen, okay. Aua. Hey, da holt sich Hilfe. Du Feigling. Naja, er sitzt hier so wunderbar, dass man ihn nicht mehr trifft. Gut. Komm da raus aus deiner Ecke. Na, komm schon. Ja, schön schlafen legen. Umdrehen, danke. Das holt er sich wieder Hilfe. Komm schon. Ja, gut. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da war der Boss aus dem ersten Dungeon doch schon schwieriger, der Wurm. Das ist ehrlich gesagt für den vierten müsste das sein, etwas enttäuschend. Aber es ist zumindest mal was anderes im Wasser zu kämpfen. Ein Herzcontainer, die Maximalanzahl deiner Herzen wurde erhöht und alle Herzen wieder aufgefüllt. Gut, dann schwimmen wir wieder hoch. Ich vermute mal, dass das Instrument oben in der Tür ist. Ja. Wunderbar. Die Harfe. Die Neptunharfe. Instrument Nummer 4. Klingt meiner Meinung nach nicht unbedingt nach einer Harfe. Aber gut, lassen wir es durchgehen. Sie heißt jedenfalls Neptunharfe. Bucht, dein Weg führt dich zur Bucht. Die Bucht, ja. Muss ich gleich mal auf die Karte gucken. Ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht, wo eine Bucht ist. Aber ich vermute mal, das ist der Rückweg. Bevor wir da mal reingehen, möchte ich einmal kurz hier gucken, was hier denn auch so ist. Weil jetzt können wir ja schwimmen. Jetzt kommen wir da hin. Hallo Fischi. Sieht ein bisschen trantütig aus, ne? Ich bin Manbo, Kind des Sonnenfischs. Hast du schon eine Ocarina gefunden? Ja. Gut, dann kann ich dir jetzt meinen Song beibringen. Blüpp.
Ah, da lernt man ein Lied, okay. Hey, was für ein cooler Groove. Danke dir, Fischchen. Du hast Mambus Mambo gelernt. Spiele ihn, wenn du aus dem Wasser kommst. Okay. Willst du meinen Mambo? Kannst du zu einem der Teleporter auf der Insel reisen? Probier es auch einmal in den Labyrinthen aus. Und zur Feier des besonderen Tages erlaube ich dir auch noch, dich zum Mambos Teich zu teleportieren. Mambo. Alles klar, ein Song zum Teleportieren, da braucht man nicht immer zum Teleporter zurücklaufen. Das ist natürlich nice, aber ist ja denn sonst noch irgendwas, was man sich einsammeln könnte? Einmal kurz hier umgucken. Vielleicht ist ja noch irgendwo was. Können wir schließlich schwimmen? Okay, da komme ich ja nicht wieder hoch, da gucken wir gleich. Bevor wir da durchgehen. Weil die Treppe da vorne ist zwar wahrscheinlich nur ein Ausgang. Aber vielleicht findet man da ja noch ein Herzteil oder eine Muschel oder sowas. Ich würde hier nämlich auch noch gerne einmal gucken. So, was haben wir denn hier noch alles? Und hier ist nämlich auch noch ein Weg. Ah, hier kommt man auch an Land. Hier ist Sense. Ich glaube, man sollte echt das Wasser mal genauestens erkunden. Ich glaube, hier kann man nämlich noch einiges finden. Hier ist zum Beispiel ein Herzteil. Ein Herzteil, das müsste Nummer 3 sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Gut, mehr scheint hier auch nicht zu sein. Dann gehen wir hier mal weiter. Hier geht's nicht weiter, alles klar. Gehen wir jetzt die Treppe durch. Vielleicht ist da ja noch was. Obwohl, so viel schneller ist Link auch nicht mit dem A-Knopf. Okay, rein hier. Gucken, was hier noch ist. Ein Steinchen. Ach, das ist nur der Ausgang. Da kommen wir da vorne wieder raus. Hier waren wir schon mal drinnen. Und kam nicht weiter. Alles klar. Dann will ich da vorne gerne einmal runter, den Wasserfall, wo wir eben schon mal waren. Und gucken, was da ist. Und an Land werden wir gleich auch einmal Mambo Simba ausprobieren. Weil er sagte ja auch, wir können aus dem Mambos Zeich teleportieren. Mal sehen, was das ist. Ist hier denn irgendwas Interessantes? Geist? Kommst du nicht ein Geist hinterher? Ach, das ist Bocanalet hier. Okay, wir sind im Burggraben. Aber hier ist noch ein Herzteil. Das nimmt uns auf jeden Fall mit. Du hast 4 Herzteile gesammelt. Jo, vielen Dank. Ist hier unter noch irgendwas? Kommt man nicht mehr unter durch, verdammt. Und hier im Wasser können wir natürlich jetzt auch nicht die Hymne spielen, also müssen wir einen Ausweg finden. Irgendwo muss ein Aufgang sein. Ich glaube nicht, dass wir den kleinen Wasserfall da vorne wieder zurückschwimmen können, oder? Zumindest ist da unten eine Muschel oder sowas. Ja, habe ich es doch richtig gesehen. Eine Zaubermuschel. Aber hochschwimmen können wir in der Tat nicht. Gut, dann schwimmen wir mal hier lang. Ob hier noch was Interessantes ist. Ein Aufgang auf jeden Fall. Da kommen wir auch wieder hoch. Wir werden hier auch gleich rausgehen. Ich will hier nochmal gucken. Das kann ich mir schon denken. Es gibt nämlich, das gab es auch im Original, so ein Minispiel, so eine Flussfahrt. Das dürfte das sein. Hier noch was? Nee.
Okay. Hier vielleicht unter der Brücke? Kommen wir gar nicht runter? Nein. Okay, dann schwimmen wir mal kurz hier lang. Nicht böse sein, aber das Erkunden gehört zum Spiel dazu. Aua. Okay, hier ist nichts weiter. Aber wir sind beim Muschelbasar angekommen. Das passt. Wir haben ja eben eine Muschel gefunden. Dann können wir gleich mal gucken, ob wir jetzt endlich mal den Muscheldetektor kriegen. Altrubine nehmen wir aber gerne mit. Wir haben eh kaum was. Und rein da. Reicht das denn jetzt hoffentlich? Nein, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht. Es aussieht nur noch eine Muschel und wir haben 13, wahrscheinlich zwei. Wahrscheinlich gibt es, wie ich vermute, alle fünf Muscheln irgendwas. Okay. Machen wir kurz die Beseitigung und dann spielen wir die Mambus-Hymne. Gucken, was Mambus-Teich ist. Was am Teil der Macht erhalten? Spürst du die Energie? Ocarina auswählen? Und nimm Mambo. Ja, porten können wir uns damit tatsächlich. Zudorf. Zwergenbruch. Hier müssen wir wahrscheinlich hin als nächstes. Uns wurde ja gesagt zu Buch. Da ist Mambus Teich. Boris Hütte. Alles klar. So, das ist der Teich bei. Wir porten uns mal kurz hin. Da waren wir schon mal. Da war ein Teleporter drin, den wir nicht aktivieren konnten. Ja. Jetzt ist er also aktiviert. Man braucht also erst die Hymne. Ja. Okay, dann wissen wir Bescheid. Dann porten wir uns jetzt in die Zwergenbucht. Vielleicht ist das ja die Bucht, wo wir hin sollen. Schließlich wird uns bestimmt nicht umsonst gesagt, dass wir irgendwo hin sollen. Was ist denn hier? Moment. Danke. Nein. Ich bin echt zu dumm, nicht für dieses Gehüpfe. Na, komm jetzt. So. Hier, geh hinein. Mein Haus. Okay. Mein Häuschen. Gehen wir rein, lieber Geist. Ich glaube, er lebte hier mal zu Lebzeiten. Und wollte, um ewige Ruhe zu finden, noch einmal sein Heim sehen. Auch wenn es etwas heruntergekommen ist. Aber es hat trotzdem was Schönes, nochmal sein altes Zuhause zu sehen. Ach ja, wie früher. Nostalgie. Ich glaube, der weint. Bestimmt alte Erinnerungen. Ja, aber dafür, dass du gestorben bist, kann ich auch nichts. Ich kann dir nur helfen, dass du dir das nochmal alles angucken kannst. Genug, Friedhof, bring mich mein Grab. Was willst du zum Friedhof? Okay. Kriegen wir hin. Hier noch was Brauchbares. Nö. Okay, gehen wir. Alles klar. Oh, die Rubine müssen mit. Aber ja, da können wir uns ja jetzt porten. Es war doch, glaube ich, irgendein Teleporter in der Nähe des Friedhofs, oder? Friedhof ist hier. Das Mambus-Teich. Jetzt haben wir das Problem. Ich sehe gerade, hier gibt es noch ein Grab und hier gibt es Gräber. Aber er sagte ja Friedhof. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zu einem normalen Friedhof, dann porten wir zu Boris Hütte. Mal gucken. Irgendein Grab muss er ja haben. Ne, Boris? Ja, wir sehen uns irgendwann wieder. Das Herzteil hier haben wir schon. Das wollte ich nicht gerade von. Alter, diese Raben. Komm schon.
So. Die sind ja schlimmer als die Geier in Seven Days to Die. Der Friedhof war hier unten. Wo ist das dein Grab, mein Freund? Hier waren wir schon drin. Oder ist es hier drin? Ich werde sofort reingucken. Naja, aber hier kamen wir auch nicht weiter. Da konnten wir nicht rüberspringen. Nö. Was, wo kommen wir denn hin, wenn wir hier hochgehen? Ich weiß das gar nicht mehr. Okay, kommen wir hier. Aber hier ist nämlich auch noch ein Grab. Ich glaube, die Verbindung gibt es nicht ohne Grund. Welches ist ja das? Da können wir auch mal gucken, wenn wir schon mal hier sind. Und hier gibt es garantiert was zu modeln. Moment, der eine Busch fällt ja schon auf. Oder auch nicht. Doch, da war, glaube ich, eine Muschel, die haben wir schon. Ist das dein Grab? Wie es aussieht, ja, weil ich kann mich gerade nicht bewegen. Er freut sich. Danke. Mein Schatz, für dich, nutze ihn. Tschüss. Was kriege ich denn von dir? Eine Flasche! Du hast die Feenflasche erhalten. Sie scheint groß genug für eine Fee zu sein. Wunderbar, dann können wir auch eine Fee mitnehmen. Und jetzt kommt Eugy. Uhu, endlich, da bist du wieder. Um in das große Fischmaul zu gelangen, musst du an einer Stelle in der Zwergenbucht tauchen. Du kommst dem Windfisch immer näher. Die Zeit des Erwachens ist nicht mehr fern. Uhu! Okay, naja, noch sind wir ein bisschen vom Windfisch entfernt, ne? Ja, mal kurz auf die Karte gucken. Zwergenbucht, sagte ich. Zwergenbucht war ja hier unten. Ja, hier ist auch das Haus. Das ist das Fischmaul. Das heißt, ich muss hier an einer bestimmten Stelle tauchen. Also ich müsste rein theoretisch hier hinporten. Und dann hier irgendwo ins Wasser. Alles klar. Mich regt das aber immer noch auf, dass wir nicht genug Muscheln haben. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, nicht, wo ich noch Muscheln herkriege. Das ist das Problem. Mach einen Abflug. Ich weiß, wir können uns porten. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass ich irgendwo im Wald eine Muschel übersehen habe. Aber ich wüsste jetzt partout nicht, wo. Wüsste ich echt nicht. So, gut, das ist halt. Da waren wir auch schon drin. Konnte ich da eigentlich alles machen? Ich gehe nochmal gucken. Achso, das war er hier. Ja, das haben wir gemacht. Das haben wir definitiv gemacht. Ein Abflug. Konnten wir hier drin damals alles machen? Gehen wir da nochmal rein? Ich glaube, hier hatten wir alles gemacht. Aber ich gehe trotzdem noch mal gucken. Ja. Nein, das ist ja wieder sowas typisch. Hüpfen wir rüber. Also. Das ist wieder sowas von typisch. Nein, hier hatten wir nicht alles gemacht. Da kamen wir mich damals nicht ran. Problem ist jetzt bloß, dass wir jetzt... Ich muss einmal resetten. Indem ich einmal hier rausgehe. Und da wieder reingehe. So kommen wir dann mich jetzt ran. So, dann haben wir zumindest das Headset. Headset, sieh dir an, wie viele du schon hast. Ja. So. Ah, hier gibt es noch einen Pilz, den könnten wir eigentlich mitnehmen, falls uns mal das Pulver ausgeht, auch wenn ich es nicht glaube. Nehmen wir ihn mit, können wir uns notfalls Neues machen lassen. Gut, aber hier war sonst auch nichts weiter, oder? Geh mal buddeln. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwo was ist. Aber buddeln kann auch nicht schaden.
noch einen Abflug. Na, hier scheint echt nichts mehr zu sein. Wozu gibt's denn die Ecke hier oben? Ups. Haben wir da oben vielleicht irgendwas übersehen oder so? Glaube ich aber nicht. Hatten wir ja mit Komet schon mal geguckt. Hier ist echt nichts, ne? Da fällt mir ein. Das fällt mir jetzt gerade ein, nach dem Dungeon wieder. Wir hatten doch beim letzten Mal den Hibiskus erhalten. Wir sollten uns nochmal ins Zoodorf gehen. Die beiden Steine stehen hier ja auch so auffällig. Ja, wir werden gleich nochmal ins Zoodorf gehen und den Hibiskus abgeben. Tauschgeschäft sollte man auch unbedingt mitmachen. Mal kurz hier nochmal reinlugern. Wir hier alles haben. Nein, da guck an, die Kiste kam beim letzten Mal nämlich auch nicht ran. Dann holen wir uns sie jetzt. 50 Rubine! Wunderschön. Ich meine, wir haben zwar alles Wichtige, aber Geld kann man trotzdem nie genug haben. Hier vielleicht noch irgendwas in der Ecke. Nur ein Rubin, okay. Hier oben vielleicht noch irgendwas, bevor wir uns wegporten. Ob ich dahin komme, weiß ich auch noch nicht. Du irgendwas zu sagen. Musik, der Fisch regt sich im Ei, du bist dort. Hat. Ich will jetzt noch nicht mit dem Fisch spielen. Ich hätte es gedacht, hier ist vielleicht noch eine Muschel oder sowas, aber... offensichtlich nicht. Okay. Dann porten wir uns jetzt ins Zoodorf. Mambus-Hymne, jupp. Das Zoodorf ist hier unten. Wir geben das in die Hibiskus ab. Mal sehen, was wir kriegen. Alles klar. Was war die Dame hier? Marin singt da immer noch. Okay. Soll sie singen? Nee, du wolltest nicht einen Hibiskus. Du wolltest den Honig, den hast du schon gekriegt. Die Ziegendame war da oben drin, ne? Ich glaube hier. Ja, da ist sie. Oh, wie entzückend von dir. Du hast mir einen Hibiskus mitgebracht. Wenn du so ein Kavalier bist, könntest du mir einen Gefallen tun? Klar doch. Könntest du für mich einen Brief zu Dr. Wright bringen? Er lebt am Rand des Zauberwaldes, bitte. Du hast einen Hibiskus gegen einen Brief der Ziege getauscht. Alles klar, Dr. Wright wissen wir wohl, sind da wandeln mich eben gerade. Das ist der Herr da oben. Ich hoffe, wir haben da jetzt einen Teleporter in der Nähe. Dann bringen wir den Brief nämlich auch gleich hin. Der Dr. Wright lebt hier, aber wir haben da keinen Teleporter in der Nähe. Das heißt, wir porten uns hier hin und gehen den kurz hier durch. Ja. Ist wohl der schnellste Weg. Ich wüsste nicht, wie wir da sonst hinkommen sollten. So, hüpf. Halt, warte mal. Der hat doch bestimmt was zu bedeuten hier, ne? Moment. Oder soll der einfach nur dafür da sein, um den Weg zu versperren? Ja, gut. Damit man da vorher nicht durchkommt. So, aber das mit den Muscheln ärgert mich echt. Ich wüsste jetzt aber auch echt nicht, wo ich noch eine Muschel hätte. Nein! Ich glaube, hier drin konnten wir ja auch nichts machen. Ich kann mal kurz gucken, aber ich glaube, hier kamen wir nicht weiter. Obwohl. Na gut, zu dem Herzteil kommen wir nicht hin. Zur Kiste ja, aber zum Herzteil nicht. Das machen wir dann später. Damit ich es aber nicht vergesse, mache ich mal ganz kurz. Wir stehen hier, ne? Ein Herz hin für Herzteil. Sollten wir sowieso öfters mal nutzen. Wie geht's hier weiter? Schnell zu Dr. Wright. So. Der ist mich hier. Da waren wir eben gerade. Hallo, mein Freund, ich hab was für dich. Oh, wie er sich freut, ein Liebesbrief.
Was ist das? Ein Brief? Für mich? Ja, das ist ja toll. Und sieh doch, mit einem Foto. Ja, ich... Gut, Junge, lassen wir dich mal im Glauben, dass das deine Freundin ist. Ich glaube, sie verarscht dich da etwas. Aber okay. Sie ist ja so hübsch. Warte, ich musste irgendwas für deine Mühe geben. Moment. Dieser Besen ist alles, was ich habe. Wäre das in Ordnung? Ja, okay. Wir werden wohl jemanden finden, der auch einen Besen gebrauchen kann. Wenn er wüsste, wie Christine wirklich aussieht. Ich glaube, das wird ihm viel Kummer ersparen. Aber wir halten uns daraus. In Beziehung mischen wir uns nicht ein. Da mischen wir uns definitiv nicht ein. So, unser nächstes Ziel wäre die Zwergenbucht, um da unten in den Dungeon zu kommen. Das wäre ja hier unten. Da müsste das sein. Das ist ja auch ganz in der Nähe von Zoodorf. Allerdings, wer wäre denn? Jetzt nochmal einmal kurz zu ihm gehen, dem armen, traurigen Kerl. So. Da kann er ja noch was Neues zu sagen jetzt. Ich habe es ja immer gesagt, Briefe schreiben lohnt sich. Schreib du ruhig weiter, solange du dadurch glücklich wirst. Ich hoffe nur, ihr trefft euch niemals. Okay, damit hören wir jetzt aber auf für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. In der nächsten Folge werden wir dann in die Zwergenbucht gehen und den nächsten Dungeon angehen. Ich bedanke mich und sage ciao, ciao, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.